Bibi, Schubia, Floy, Paui, Arcadia, guten Tag. Ihr ahnt sicherlich schon, aus welchem Grund wir euch hergerufen haben. Wie ihr wisst, sind eure diesjährigen Hexenzeugnisse äußerst lobenswert ausgefallen. Nun ja, die meisten jedenfalls. Aus diesem Anlass haben wir Hexen beschlossen, für euch heute Abend eine große Feier auf dem Blocksberg zu geben. Yippie! Oh, fein! Aber wie es so schön heißt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das große Blocksbergfest will gut vorbereitet sein und ihr müsst uns dabei zur Hand gehen. Ist doch klar, wir sind dabei. Wenn's nicht anders geht. Aber vorher möchten wir euch ein Geschenk zur bestandenen Hexprüfung überreichen. Ihr alle habt uns mit euren Zeugnissen eine große Freude bereitet. Also wollten wir euch auch eine große Freude bereiten. Bibi Blocksbergs persönliches Fotoalbum. Super, Mami, vielen Dank. Wow, wie schick. Wir sind sehr, sehr stolz auf euch. Na, na, nur nicht rührselig werden, Barbara. Die Zeit drängt, komm schon. Richtig, Manja. Wir beginnen besser mit den Vorbereitungen. Bis später. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf die Party freue. Und ich erst. Stimmt, endlich wieder eine Party. Aber wisst ihr was? Die Fotoalben sind nicht so mein Geschmack. Die sehen langweilig aus. Wollen wir Hexen? Ja, wir könnten unsere Fotoalben schöner hexen. Mit tollen, bunten Farben und Glitzersternen und so. Wow! Auf fein! Und die Fotos, die hexen wir so, dass sie sich bewegen. Da werden die Althexen auf dem Blocksberg heute Abend Augen machen, wenn wir ihnen zeigen, was wir schon können. Also los! Ene mene Hühnerei! Schluss jetzt mit dem Einerlei! Superfarbe Glitzerstern! Ja, so sehen wir es gern. Hex, Hex! Ah! Unsere Fotoalben sehen genauso aus wie vorher. Oh, Backe! Ist was, Blocksberg? Seht nur! Oh nein, da fehlen ja 1000 Sachen. Auweia, da haben wir ja Mist gebaut. Ja, wir müssen die verhexten Fotoalben auf jeden Fall wieder in Ordnung bringen. Uns wird schon irgendetwas einfallen. Denkt nach. Was, ihr trödelt hier so herum? Rieche ich hier nicht Schwefel? Wie von einer Hexerei. Schwefel? Nein. Hexerei? Nein. Na gut, wir Hexen warten schon auf eure Hilfe. Sonst kann die Feier nicht anfangen. Genau. Fangen wir mit den Partyvorbereitungen an. Dabei fällt uns vielleicht ein, wie wir die Fotoalben wieder in Ordnung bringen können. Ich werde erst mal zur Waldlichtung fliegen. Mal sehen, ob es da schon etwas zu tun gibt. Wir sollten uns alle mal auf dem Blocksberg umsehen. Dort gibt es sicher allerhand zu tun. Genau. Und wenn wir eine Pause machen, dann treffen wir uns und denken noch mal wegen der Fotoalben nach. Gute Idee, Flaui Paui. Geritzt! Unser Treffpunkt, die alte Eiche. Kopf hoch. Wir kriegen das schon wieder hin. Mal überlegen. Wo fange ich am besten mit den Partyvorbereitungen an? Sieht interessant aus. Was ist denn hier los? Das sieht ja lustig aus. Na, endlich kommt eine Hexe zum Helfen. Gut, gut, denn ich habe äußerst wenig Zeit, Bibi. Baust du mir eine Lampionkette zusammen? Kein Problem, Malizia. Mach ich. Die Lampions sollen in einer bestimmten Reihenfolge zusammengesetzt werden. Wenn ein Lampion aufblinkt, musst du ihn an die Kette hängen. Aber gib gut Acht, Bibi. Die Lampions sind sehr empfindlich und dürfen mit nichts in Berührung kommen. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank für deine Hilfe, Bibi Blocksberg.
Um dein Spiel zu starten, klickst du auf Start. Hier kommst du zurück zur Waldlichtung. Hier kannst du dein Spiel starten. So ein Pech. Die Kette ist richtig lang geworden. Super. Gratuliere. Du hast mit Bibi zum ersten Mal Bibingse gewonnen. Die hast du für deine Mithilfe bei den Partyvorbereitungen erhalten. Klick mal drauf und schau, was deine Bibingse können. Ein Standard-Bibings. Ist das ein schönes Bibings? Dieses Super-Bibings habe ich mir auch redlich verdient. Die Bibingse sind jetzt in deiner Sammlung. Du kannst sie dort jederzeit nochmal rausholen und ansehen. Nun weißt du auch, wie Bibi ihr verhextes Fotoalbum wieder in Ordnung bringen kann. Hilf bei den Vorbereitungen zur Blocksberg-Party. Du erhältst dann für die Hilfe Bibingse, die du in Bibis Album kleben kannst. Auch Schubia, Flaui, Paui und Arcadia erhalten für ihre Hilfe Bibingse. Wenn du dich mit ihnen an der alten Eiche triffst, kannst du deine Bibingse tauschen oder, aber nur mit Schubia, darum spielen. Wie geht es weiter? Auf geht's! Wunderbar, dass du da bist, Bibi. Gerade eben ist mir aufgefallen, dass in meiner Hexensuppe die entscheidende Zutat fehlt. Sumpfpilze. Sumpfpilze? Sie wachsen hier im Krötenmoor. Hol mir doch rasch ein paar Pilze, Bibi. Schau genau hin. Denn Sumpfpilze zeigen sich für kurze Zeit auf den Baumstümpfen. Du kannst sie sammeln, wenn du auf den Baumstumpf springst, auf dem ein Sumpfpilz wächst. Aber pass genau auf, wo du hinspringst und sieh dich vor, dass du nicht ins Wasser fällst. Und lass die Frösche in Ruhe, hörst du? Ich pass schon auf, Tante Mania. Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du hier Hilfe bekommen.
So viele Pilze. So ein klasse Bibbings. Sieht das Bibbings toll aus. Diese Super Bibbings habe ich mir auch redlich verdient. So, erledigt. Was ich hier wohl helfen kann? Na endlich, Bibi Blocksberg. Ich dachte schon, keine von euch erscheint mir zum Leuchtkäfer fangen. Doch, ich helfe dir, Tante Manja. Aber wie? Das ist ganz einfach. Die Käfer folgen Kartoffelbrei, wenn du nur nah genug an ihnen vorbeifliegst. Aber tu mir einen Gefallen, Bibi. Scheuche die Vögel, die in ihren Nestern sitzen, nicht auf. Ach, und noch etwas. Hier im Wald sind einige Hexen unterwegs. Also pass auf, dass du ihnen nicht in die Quere kommst. Hab verstanden, Tante Manja. Ganz nah an den Leuchtkäfern vorbeifliegen, um die Vogelnester herumfliegen und den Hexen im Wald ausweichen. Na dann, Hals- und Beinbruch, Bibi. Tschüss, Tante Manja. Ach, ich versuch's lieber gleich nochmal. Dich nehme ich mit. Läuft super. Hui, das macht Spaß. Hab dich. Also diese Hexen von heute. Yippie. Spitzenklasse. Du kommst mit. Yippie. Aufpassen. Immer diese Raser. Juhu. Hui, das macht Spaß. Spitzenklasse. Läuft super. So viele Leuchtkäferchen. Super. Sieht das Bibbings toll aus. Hab dich. Kann ich als nächstes tun? Und los! Lecker! Bibi Blocksberg, schön, dass du da bist. Ich habe alle Hände voll zu tun und meine Torte hier, die muss abkühlen. Aber hier schwirren so viele Bienen herum und kein Hexspruch hilft. Tja, meine Torte ist eben zu lecker. Soll ich die Bienen vertreiben, Tante Amanda?
Ja, ich schiebe einfach die Torte so schnell hin und her, dass ich keine Biene auf die Torte setzen kann und die schöne Verzierung kaputt macht. Gut, mach ich. Aber pass gut auf, dass die Torte nicht vom Tisch fällt. Tausend Dank, Baby. Eine ist weggeflogen. Gleich hab ich es. Mal sehen, wann die anderen aufgeben. Schade. Nicht schlecht. Hab dich. Sieht ja toll aus. So ein klasse Bibbings. Eine ist weggeflogen. Mist! Gleich hab ich es. Mal sehen, wann die anderen aufgeben. Eine ist weggeflogen. Schade. Nicht schlecht. Bin ich aber gespannt, was zu tun ist. Hier sieht es ja gruselig aus. Ich begrüße dich im Labyrinth des Blocksberges, Bibi. Siehst du die bunten Steine leuchten? Das sind die berühmten Blocksbergkristalle. Das Besondere an ihnen ist, dass sie nur im Dunkeln so schön leuchten. Oh, wie schön! Als Tischdekoration machen sich Blocksbergkristalle ganz wunderbar. Und deshalb möchte ich, dass du sie für unsere Feier sammelst. Kein Problem, Malizia. Eine Schwierigkeit gibt es, Baby. Blocksbergkristalle dürfen nicht bei viel Licht gesammelt werden. Sonst verlieren sie ihre Leuchtkraft. Oh. Ja, präge dir also genau die Wege zu den Kristallen ein. Denn du solltest nicht an einen Höhlengang stoßen. Ich gebe dir ein paar Streichhölzer mit. Stößt du aus Versehen an einen Höhlengang, entzündet sich ein Streichholz und du kannst dich im Labyrinth umsehen. Ist gut, Malizia. Wow, wie der funkelt. Herrlich. Schwieriger als ich dachte. So ein wunderschöner Stein. Geschafft. So ein Mist. Wie der glitzert. Das wird eine tolle Party.
Sieht ja toll aus. Ein Ideal, Bibbings. Das war klasse. Was ich hier wohl für die Party vorbereiten kann. Gut, dass du kommst, Bibi. Jetzt habe ich gerade in die Kiste mit den Hexzutaten geschaut, weil wir heute Abend spektakuläre Hexereien zeigen wollen. Und siehst du, alles durcheinander. Eine schöne Bescherung. Kannst du mir beim Ordnen der Hexzutaten helfen, Bibi? Also, es gibt immer zwei gleiche Hexzutaten. Und die ordne bitte paarweise zusammen. Ja, die sehe ich, Mami. Die hier dürfen nicht weggenommen werden, denn sie stützen andere Steine. Sonst könnte die Pyramide in sich zusammenfallen und das Chaos wäre noch größer. Hab verstanden, Mami. Schön, Babylein. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann kannst du dir Hilfe holen. Viel Glück! Wusste ich's doch. Klappt gut. Jawohl. Wusste ich's doch. Klappt gut. Jawohl. Wusste ich's doch. Jawohl. Klappt gut. Wusste ich's doch.
Jawohl. Lieber nicht. Schwierig, schwierig. Wusste ich's doch. Klappt gut. Ist das schwer? Jawohl. Spitze. Bibi Blocksberg! Ein Spezial-Bibings. Ene Mene aufgeweckt. Hab dich! Puh, ganz schön viel zu tun. Mal gespannt, ob die anderen schon wissen, wie wir unsere verhexten Alben wieder in Ordnung bringen. Hallo Bibi, da bist du ja endlich. Hallo ihr beiden. Und, weißt du schon das Neueste, Bibi? Das Neueste? Was denn? Also, wir haben bei den Partyvorbereitungen geholfen. Ganz genau. Und als wir fertig waren, haben wir als Dankeschön Bibingse bekommen. Was? Ihr auch? Ja, und nun können wir unsere Fotoalben wieder in Ordnung bringen, ohne dass auch nur eine Althexe merkt, dass wir uns total verhext haben. Da haben wir aber Glück gehabt. Das kannst du wohl laut sagen, Bibi. Ich habe mit Flowey Powie schon Bibingse getauscht. Magst du meine Bibingse sehen, Bibi? Wenn du willst, können wir auch tauschen. Genau. Vielleicht hast du ja ein Bibings doppelt. Ich zeig dir, welche Bibingse ich habe. Das sind meine Bibingse. Ich werde dir erklären, was es mit ihnen auf sich hat. Das ist ein Standard-Bibings. Standard-Bibingse sind nicht so wertvoll, aber richtig niedlich. Ein Standard-Bibings kann ich nur gegen ein Standard-Bibings tauschen. Super! Das ist ein Ideal-Bibings. Sieht toll aus, nicht wahr? Wow! Also, für zwei Standard- oder ein anderes Ideal-Bibings bekommst du meinen Ideal-Bibings. Das ist ein Spezial-Bibings. Die sind gut, Bibi. Sieht klasse aus, Flowey Powie. Das kostet drei Standard-Bibingse oder ein Ideal- und ein Standard-Bibings. Du kannst mir aber auch ein anderes Spezial-Bibings von dir geben, Bibi. Und das sind alle Bibingse, die es gibt, Flowey Powie? Nein, Bibi. Es soll da noch ein Bibings geben, das Premium genannt wird. Es ist aber super selten und deshalb hat keine von uns dieses Bibings bisher gesehen. Hört sich richtig geheimnisvoll an, Flowey Powie. Du sagst es. Ich würde ja gerne mal eins sehen. Oh ja, Flowey Powie. Ich auch. So, Bibi. Welches Bibings möchtest du haben? Jetzt musst du die Bibingse in deiner Sammlung auswählen, die du bieten willst. Jetzt musst du die Bibingse in deiner Sammlung auswählen, die du bieten willst. Das ist zu viel, Bibi. Jetzt musst du die Bibingse in deiner Sammlung auswählen, die du bieten willst. Das ist zu viel, Bibi. Jetzt musst du die Bibingse in deiner Sammlung auswählen, die du bieten willst. Das ist zu viel, Bibi.
Jetzt musst du die Bibingse in deiner Sammlung auswählen, die du bieten willst. Jetzt können wir tauschen. Ist das ein schönes Bibings? Ein echt super Bibings. Danke, Flaui Paui. Ich habe zu danken, Bibi. Auf fein, Bibi. Tauschen! Hier geht es zurück zur alten Eiche. War wohl nichts. So, da bin ich wieder. Hier wartet noch viel Arbeit auf mich. Mal sehen, ob ich hier etwas helfen kann. Ich begrüße dich am Nachtigallenfluss, Bibi. Hallo, Tante Amanda. Siehst du, Bibi, dort am gegenüberliegenden Flussufer leben Nachtigallen mit den herrlichsten Stimmen, die du je gehört hast. Wie schön! Wir Hexen haben die Nachtigallen gebeten, für die musikalische Untermalung auf unserer Hexenfeier zu sorgen. Und jetzt brauchen wir deine Hilfe, Bibi. Du sollst die Nachtigallen vom anderen Flussufer holen und über den Fluss bringen. Mach ich doch gern, Tante Amanda. Lieb von dir, Bibi. Ich werde dir sagen, wie du am besten über den Fluss kommst, ohne nass zu werden. Springe auf die Baumstämme, Bretter oder Fässer. So gelangst du an das gegenüberliegende Flussufer. Aber sieh dich vor, Bibi. Fall nicht ins Wasser und gerate auf keinen Fall in den Nebel. Viel Glück! Ganz schön knifflig, über den Fluss zu kommen. Zu dumm. Ich sollte es gleich nochmal probieren. Sitzt du bequem auf meiner Schulter? Wir sind da. Nicht wegfliegen, hörst du? Geschafft! Gleich sind wir da. Das hat Spaß gemacht. Geschafft. Hallo?
Ist hier jemand? Hallo, Bibilein. Es soll mit den Hexenbesen heute Abend eine Tanznummer zum Besten gegeben werden. Studierst du die Aufführung mit den Hexenbesen ein? Sieh her, hier ist deine Hexenbesen-Tanztruppe. Mit den Hexsternen kannst du die Besen tanzen lassen, aber Vorsicht! So eine Hexenbesen-Tanznummer erfordert ein wenig Übung. Keiner der tanzenden Besen darf herunterfallen, sonst musst du von vorn beginnen. Ich sollte noch ein wenig üben. Super! Da bin ich wieder. Blocksberg-Kristalle suchen. Mal sehen, ob ich noch ein paar Blocksberg-Kristalle finden kann. Mal sehen, was hier noch zu tun ist. Diesmal schaffe ich eine ganz lange Kette. Mal sehen, was mich hier erwartet. Oh, wie niedlich! Ach, Bibi Blocksberg. Du kommst genau zur rechten Zeit. Du musst wissen, ich führe die Oberaufsicht über dieses Tiergehege.
Einige der Hexen haben nämlich ihre Lieblinge mitgebracht. Hallo, Tante Walpurgia. Und weil wir heute so eine Riesenfeier haben, sollen die Tiere auch was besonders Leckeres bekommen. Ich habe die Pflanzen und Kräuter herbeigehext, die die Tiere am liebsten fressen. Möchtest du die Haustiere der Hexen füttern, Bibi? Sehr gern. Aber welches Haustier frisst was? Ach ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich erkläre es dir. Für die Eulen habe ich Johannisblätterkraut. Für die Raben gibt es Heidelbeertrüffel. Sehr lecker. Hagebuttendrops für die Kätzchen. Hast du es dir gemerkt? Wenn der Rabe kräht, dann gibst du Heidelbeertrüffel. Beeile dich und bringe nicht alles durcheinander. Verstanden? Geht klar. Oh nein! Das hat gut geklappt. Geschafft. Eine Pause würde mir gut tun. Hey, Blocksberg, da bist du ja endlich. Hallo, Schubia. Du, ich habe eine Riesenneuigkeit. Du meinst die Bibingse, nicht wahr? Weiß ich schon. Genau. Ist das nicht toll, Schubia? Wir können unsere verhexten Fotoalben wieder in Ordnung bringen, ohne dass eine Althexe merkt, was wir angestellt haben. Irre, nicht wahr? So macht das Helfen Spaß. Was hast du für Bibingse, Schubia? Zeig doch mal. Immer mit der Ruhe, Bibi. Ich habe spitzenmäßige Bibingse in meiner Tasche. Und ich glaube, die könntest du gut gebrauchen. Aber ich mag jetzt nicht tauschen, sondern ich will darum spielen. Wie spielen? Das geht so, Blocksberg. Siehst du die Wundertüte? Da habe ich etwas Schönes hineingetan. Wenn du mit mir spielst und gewinnst, bekommst du die Tüte. Der Einsatz ist immer mindestens ein Ideal oder zwei Standard-Bibingse. Kannst mir aber auch mehr geben. Warte mal, Schubia. Du siehst mein Bibings, aber ich kann nicht sehen, welche oder wie viele Bibingse du in deiner Wundertüte hast. Richtig erkannt, Blocksberg. Es ist eben ein Risiko. Capito? Wir spielen also um die Wundertüte. Genau, Schubia. Zuerst dein Einsatz, Blocksberg. Damit wir spielen können, gibst du mir als erstes entweder ein Ideal oder zwei Standard-Bibingse. Alles klar, Schubia. Gut. Darum können wir spielen. So, Blocksberg, dann wollen wir mal. Hier geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Wenn du dran bist, darfst du dreimal würfeln. Und dann bin ich dran. Du musst versuchen, mehr Punkte als ich zu bekommen, was schwer werden dürfte. Na dann los! Gewonnen hat natürlich diejenige von uns, die die meisten Punkte hat. Sieh dich vor, Blocksberg. Ich bin eine brillante Spielerin.
Wenn du hier klickst, kannst du noch mal von vorn anfangen. Full House! Punkte. Bingo! Ich nehme die kleine Straße. Nicht schlecht. Läuft gut. Nicht schlecht. Na gut. Das war gut. Ja.
besser als gar nichts. Ich hab den Bonus. So lala. Super spitzenmäßig. Naja. Glück gehabt, Blocksberg. Och Mann, kann ich gar nicht gebrauchen. Tja. Ich glaube, ich helfe weiter bei den Vorbereitungen. Hast recht. Werde auch mal wieder lossausen. Bis später, Blocksberg. Mach's gut, Schubia. So, da bin ich wieder. Wo kann ich denn noch helfen? Möchtest du dir Bibis Fotoalbum ansehen? Dann klicke hier noch einmal. Blocksberg! Ene Mene aufgeweckt.
Sensationell! Mit diesen Sternen kann Bibi hexen und es wartet eine tolle Überraschung auf dich. Es funktioniert aber nur, wenn die Albumseite voll ist. Enemene, Einkaufstasche, zeige dich, Geist aus der Flasche. Da bin ich, Gebieterin. Sensationell. Ich weiß noch, mit diesem Foto von Frau Kolumna war ich in der Neustädter Zeitung. Frechheit. Mann, das war ein lustiger Urlaub. Blocksberg ist verliebt. Mein allererster Kuss. War das romantisch? Enemene aufgeweckt. Zeig sofort, wer in dir steckt. Hex, Hex! Das wurde aber auch Zeit. Shubia, das tut mir leid. Das war lieb von Tante Walpurgia. Enemene, Wanzen, Bibi. Skelett, fang an zu tanzen. Hex, Hex! Was ist noch? Was für ein verrückter Tag in der Schule. Ein Glück, dass Mami nichts von unseren Streichen mitbekommen hat. Hier kannst du das Album schließen. Unser hexischer Nachwuchs. Der kann sich sehen lassen. Kann jetzt die große Blocksberg-Party steigen? Aber sicher. Ihr habt uns wunderbar geholfen. Und unser Geschenk? Habt ihr eure persönlichen Fotoalben dabei? Zeigt doch mal, Bibi. Ich bin ja schon ganz gespannt. Sieht ja toll aus. Wie schön. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Das kann man wohl sagen, Blocksberg. Ich erkläre hiermit die große Blocksberg-Feier für eröffnet. Juhu! Juhu!